Hallo, willkommen zurück zu Dave the Diver. Ich habe nachgeguckt, was mit dem Tuna los war. Wir können ihn nur fangen, wenn hier im Laden die Falle ist. Nicht ganz so cool, oder? Nicht ganz so cool. Halt, warte. Deswegen gehen wir direkt zum Seevolk. Treffen uns mit Suwa vor Tenshins Haus. Ah, Mann. Für das Event hätten sie da vielleicht eine Ausnahme machen können. In der Zukunft, wenn du Thunfisch weiterhin fangen kannst. Klar. Aber so? Nicht cool. Okay, lass uns erstmal zum schwarzen Brett düdeln. Gucken, was da dran klebt. Okay, Seespinnen töten, geht klar. Tigermoränen besiegen, geht klar. Opalerze liefern wir. Zack. Einfach sind 75 bei überhaupt. Und Seeengel liefern wir. Bams, 100. Oh, nur 50. Okay, ich dachte schon 150. Nope. Keine 150. Hey, Dulli. Beeindruckt, du bist nicht weggelaufen, Mensch. Ich, Suwam, werde dich persönlich leiten. Bleib in meiner Nähe. Naja. Das ist also die Tür zur Gletscherpassage. Das ist einfach, genau nebenan. Schauen wir mal. Wo ist der Schlüssel, den ich gestern gefunden habe? Den du gestern gefunden... Okay. Okay, wenn ich ihn jetzt hier rein... Hoffentlich kommen da jetzt keine Monster raus. Ha, gut zu wissen, dass der Schlüssel keine Fälschung war. Oh, eine Sache noch. Man kann den mittleren Weg in der Gletscherpassage direkt nach unten nehmen. Aber er muss blockiert worden sein, um die Gardons an der Flucht zu hindern. Es sollte hier irgendwo eine Vorrichtung geben, die Tür öffnet. Durchsuch die Gegend. Mensch, nenn mich endlich mal Dave. Ich werde anderswo gebraucht. Wir sehen uns dann. Stirb bloß nicht. Geht klar. Dann sterben wir da... ausnahmsweise mal nicht. 70 bis 90 km/h schnell ist der Bluefin Tuna. Holy. Gletscherpassage entdeckt. Wie Suwam sagte, der Weg ist versperrt. Ich sollte die Gegend nach einem anderen Weg durchsuchen. Was ist das eigentlich für ein riesiges Wandbild da hinten? Das sagt vielleicht etwas über das Seevolk aus. Ich sollte ein Foto machen. Ja, dann mach mal. Und es gibt schon mal mehrere Wandbilder. Okay, interessante Fische. Pfauen irgendwas. Gerade ich gelesen, weil ich gezielt habe. Gespensterfisch. Pfauen. Kalmar, okay. Doch, richtig gesehen. Ich war mir nur nicht sicher, ob das wirklich Kalmar ist oder nicht. Also wenn hier schon eine zwei Munikisten stehen. Okay, pass auf. Dann nehme ich mal ein bisschen Munition mit. Das lasse ich mal da liegen. Ärgert mich das mit dem Thunfisch. Okay, verschiedene Farben, verschiedene Rätsel. Okay, diese Vorrichtungen sind überwältigend. In Videospielen berühren die Spieler dieses und jenes, um herauszufinden, wie man es bedient. Soll ich es versuchen? Ja, berühre mal dieses und jenes. Okay, da haben wir die UK.
Ukraine angefasst. Dann müssen wir jetzt also quasi den grünen Dings wegdüdeln. Genau. Dann werden wir den gelben auch wieder... Also beide haben gelb dabei, ne? Ach, coole Musik. Zack, passt. Liegt da Kurkuma rum? Tatsache. Ah, die Sorte ist ebenfalls voller Gardons. Ich sollte mich hier in der Steinstatue verstecken. Oh ne, eine Goldfischstatue. Das wäre Kurkuma. Kann ich die nicht einfach netzen? Schnell sind sie ja nicht, ne? Jetzt wollte ich gerade den Fisch antatschen. Hier ist auch ein riesiges Wandbild. Ich sollte auch ein Foto davon machen hier. Mit oder ohne Fische dabei. Ach, komm. Vampir-Kalmar. Wird schon irgendwo wieder Munition rumliegen. Ja, da hinten rechts. Gut, dass wir den Ding hier mitgenommen haben. Die Netzkanone. Oh, der Baum ist nicht mehr drauf. What? Wie viel vom Baum soll denn drauf? Nichts von beiden ist da drauf gewesen. Wie? Hä? What? Kann ich noch weiter raussaumen? Saum, ja, zoomen. Ach, das ist ja... Whatever. Auch hier merkwürdige Vorrichtungen. Ich wette, ich kann es herausfinden, wenn ich ein bisschen herumfingere. Mhm. Was ist das Blaue hier? Kann man da was machen? Okay, easy. Moment, ist hier oben was versteckt? Nein. Ah, Lichtquellen. Halten die Fähre, warte mal. Als die Frucht des göttlichen Baums traf, kam ein starkes Licht aus ihr heraus. Die Gardons hassen Licht, vielleicht kann... Die Gardons hassen diesen Trick. Vielleicht kann ich diese Frucht benutzen, um den Weg freizumachen. Ich sollte abhauen, bevor es sie sich erholt. Na gut. Ich will jetzt aber eigentlich wissen, was da oben wäre. Okay. Das ist doch extrem tief. Ach, da oben ist noch was zu drehen. Okay. Habe ich nicht gesehen.
nichts hin. Passt. Ich schwimme am Sauerstoff vorbei. Scheint der richtige Durchgang zu sein, aber die Tür ist zugefroren. Das Eis ist nicht so dick. Vielleicht kann ich die Frucht des göttlichen Baums verwenden. Ja. Gucken wir mal. Nice. Ach, einfach fallen lassen? Auf dieser Seite offen bleibt, könnte ich direkt nach unten. Es muss etwas geben, das die Tür öffnet. Seilrollending? Eis, eine Eiskanäle. Ah, falsches Gerät. Erstmal Zeug einfangen, ne? Mit. Wir haben 5 Schuss. Verwirrt. Du bist ein krasser Dude. Oh, der andere ist reingeschwommen. Alright. Ich kann den Spiegel nicht drehen. Oben würde ich mir nochmal Munition herholen können. Jetzt kann ich direkt vom Eingang aus nach unten gehen. Weiter geht's auf die nächste Ebene. Ja, erstmal hier Foto machen, ne? Zugefroren, lässt sich nicht öffnen. Muss was finden. Ja, Lichtstrahl vielleicht von links durch die Tür. Ist da noch zu viel Eis oder was ist das? Nö, passt. 10 Fotos an Fotopunkten aufgenommen. Schneeke. Will ich mir da oben Munition holen? Nee, ich lasse das liegen, falls wir da doch noch irgendwie zurück müssen. Oh. Ob ich es bereuen werde? Vielleicht. Ja, wir müssen von diesem Raum Licht nach rechts lenken. Aber. Wer weiß das schon? Da unten ist auf jeden Fall gerade so eine Kugel gewesen. Ähnliche Vorrichtungen. Ja. Ah ja, Sauerstoff. Habe ich gehört, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt für Menschen. Lassen wir ein Viech raus. Ja. Das wird jetzt interessant. Ich will ehrlich gesagt die Frucht nicht, Achso, ich kann sie nur. Oh. Ich dachte, ich könnte sie mitnehmen. Oh.
Dich kann ich mitnehmen. Okay. Dich möchte ich nämlich da oben rechts haben. Hallo, wir sind's wieder. Beacht uns nicht. Das ist zwar nur Bonus, nehme ich an. Aber ich möchte das Ding hier trotzdem haben. Goldstatue. Oh nein, das war falsch. Mann, wir müssen dann links das Ding auch wegschmelzen. Auch interessant, dass das Teil nicht runtergeschoben wird, ne? Ich hätte mir jetzt ganz kurz die Muschel gönnen. Ich Vollidiot. Wieso mache ich das nicht einfach hier so? Oh, ich dachte, da gäbe es keinen Durchgang. Super. Ist eigentlich das eine Ding hier, oder? Tatsache. Heißer Scheiß. Was ist die Vorrichtung da vorne? Sieht aus, als könnt ihr jetzt etwas halten. Soll ich die Frucht des Baums reinlegen? Ja. Oh, noch mehr Muni. Schnieke. Statue. Ich hoffe, die können wir alle verkaufen. Du zum so einsammeln? Scheinbar nicht, du läufst auch weg. Man sieht dich fast nicht. Alter, dahinter ist irgendwas. Vielleicht ist deswegen so viel Muni hier am Start. Und ich verschwende das für meine Netze, ne? Eieieiei. Klassiker. War da noch Munition? Ja. Hol ich mir erstmal. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich eine Waffe und haben nichts mehr zum Schießen. So, das Eis wird wahrscheinlich weggehen, oder? Und dann ein Riesenviech wird sich offenbaren. Ach, das ist der Sonnenstrahl, der dann da durchgeht. Das heißt, wir machen es noch wärmer, oder wie? Da wird ein Strahl durchgeschossen. Die Wand wurde durch das Licht der Frucht des göttlichen Baumes geschmolzen. Ich sehe das Wandbild. Okay, es kommt doch einer. Der wird dann auf den Spiegel geleitet. Okay, sehr cool. Den wir dann wohl... Hallo? Kein Foto? Okay, Winkel des Spiegels verändern. Schön und gut, aber...
Wenn ich den Stein raushol, bla bla bla. Ich habe im Moment kein Werkzeug, das ich benutzen könnte. Okay, der will jetzt zum Boot zurück. Bevor wir das machen. Oh, er macht's automatisch. Ich wollte noch ein Foto von dem anderen Wandbild machen. What the hell? Na, zum Glück haben wir da ein paar Fische gefangen. Oh. Bin ich sicher, was ich tun soll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, ist so schön warm hier. Kann ich das echt nicht einfach rausziehen mit Erd... Nee. Oh. Interessant. Also im Prinzip haben wir es noch wärmer gemacht. Ist, glaube ich, gar nicht mal so cool. Ah, oh, ich glaube, ich bin im Falschen. Schützt mich das? Egal. Wie komme ich... Okay, das schützt mich wirklich, aber wie komme ich denn bitte schon hier zurück? Was? Ich kann hier ja nicht durch. Ah. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben ja das Ding nach oben frei gemacht. Das ist wieder weggeschmolzen. Zugeeist. Einfach nach oben. Es ist ja nicht so schwierig, ne? Aber warum lässt er uns dann nach rechts raus? Wir können doch auch nicht mehr nach links. Ja, ja. Ja, ja. Einfach hoch. Können wir jetzt trotzdem mal ein bisschen davon. Es gibt hier nichts zu tun. Ein bisschen was vielleicht schon. Ich versuche mal mit der Tochter zu flirten. Meine Entscheidung ist, das Dorf vor allen Bedrohungen zu schützen. Finde einen Weg in den Gletscherbereich. Hier haben wir schon. Tenshin! Und Ramo, ich habe deinen Namen vergessen, aber egal. Hm. Du hast dir scheinbar schon im Dorf einen Namen gemacht, aber deshalb solltest du hier nicht einfach rumhängen. Hilf den Dorfbewohnern! Okay. Schade, dass wir nicht genug Kraft und Waffen haben, um die Region zu erkunden. Hm. Suvan behauptet, er sei der beste Krieger unter euch. Ist das wahr? Pff. Nun, ich bewundere sein Selbstvertrauen. Das sagt einiges aus. Das sagt einiges aus. Wir registrieren mal unsere Seepferdchen. Wenn wir schon bei hier sind, ne? Ah, ich kann mein Messer nicht ziehen. Schade, ich wollte den Ball zerschneiden. Hast du deinen Shop geöffnet, oder? Menschen sind wohl doch nicht so böse, wie ich immer dachte. Ich helfe dir, wenn du etwas brauchen solltest. Das ist für mich einfacher, als ein Gespräch zu führen. Ja, okay. Vielleicht müssen wir dann zu ihm, wenn Cobra sagt, er hat nichts. Lin Chen! Hallo! Danke, Mensch! Dann registrieren wir noch welche. Die sind... Ja, registrieren wir die zwei zumindest. Ja, und er? Kann ich ihn nicht einfach grillen oder so? Naja. 1300 Öcken haben wir. Ach ja, stimmt. Wir können uns ja hier einen Fischtaco gönnen. Ich will gucken, was es da für Boosts gibt. Ne? Da haben wir ja das letzte Mal nicht geschaut, was uns bei dem Essen hier erwarten könnte.
wunderschön gemacht, ne? Mit den Wasserfällen und so. Schau mal, die Teigtaschen. Basisschaden von der Harpune um 10%, Bewegungstempo um 8%, Schaden um 10% verringert, Nahkampfschaden um 150% erhöht. Um 150%, nicht auf 150, ne? Also, da sollte dann das Messer alleine schon 7 machen, 7,5. Und verringert erlittenen Schaden. Okay, die sind halt auch ein bisschen teurer. Okay, aber die sind echt im Prinzip eigentlich ganz cool, ne? Schade, dass du das Bewegungstempo nicht kombinieren kannst mit was anderem. Ich kauf das mal. Wir sind wie ein Delfin! Ein fetter Delfin, aber immerhin ein Delfin! Wusch! Können doch gucken, dass wir Seespinnen platt machen. Kann ich? Dich netzen? Versuch wert, ne? Blob. Dich möchte ich netzen. Ich möchte schon den Pokédex vervollständigen. Wird ein bisschen dauern. Dass das Ding 5 Kilo wiegt, ist auch krass. Okay, Kugelfisch zu mir. Vielleicht noch eine Qualle, oder? Ja, vielleicht setzen wir noch irgendeine Qualle. Betäubungsspitze. Okay, damit können wir noch was anfangen. Damit könnten wir sogar einen Hai wegdrohnen. Das müsste funktionieren. Okay, versuchen wir es mal. Okay, betäubt. Oh, geil. Ha! Nein! Nice! Schnieke, oder? Einmal abtransportieren, bitte. Das war nicht verkehrt, ne? Sollen wir noch zu einem anderen Hai? Ist halt das Risiko, dass wir da drauf gehen. Jetzt bin ich... Oh!
ist, also die Chose ist schon sehr interessant. Katzenfutter. Das war alles nur 3 Sterne, ne? Ja, ich glaube, ich... Nee, Katzenfutter bleibt. Nicht schlecht. Ich hoffe, wir müssen das nicht auch alles in 1 Stern... fangen. Das wird ein bisschen schwierig, vor allem bei den Dingern, die du wegcasherst, ne? Aber cool. Geil, dass das mit dem Hai und so funktioniert hat. Oh. Das Ding brauche ich eigentlich. Ah, egal. Finden wir noch öfter. Schade, dass wir die Dave-Puppe nicht hernehmen konnten. Halt hier drüben, ne? Ja. Das war richtig erfolgreich. Was wir daraus alles machen können. 2 Gerüchte. Willst du also den Stein herausholen, der in der Spalte steckt? Ha, ha, ha! Er hat Spalte gesagt. Dann solltest du eine Brechstange benutzen. Oh, hast du eine? Naja, die Sache ist, ich habe eine bestellt, aber das Frachtschiff mit ihr ist gesunken. Vielleicht ist es auf dem Meeresboden zu finden, wo das Frachtschiff gesunken ist. Ah, wo der Riesenkalmar war. Das wird ein Kinderspiel, da der Kalmar weg ist. Hä? Oh, gut, wartet er noch? Ich hatte eine rote Brechstange bestellt. Ja, hoffentlich ist sie pink. Dich nehmen wir mit. Du wirst verkocht. Ey, was geht denn mit dir? Bei dem Wetter? Oh, der Sturm ist wieder stärker wegen der super seltenen Bosskarte. Wie wäre es, wenn wir es nochmal versuchen? Du wirst auf die Kreatur treffen, wenn du den Wirbel betrittst, der durch den Sturm entstanden ist. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen, Marinka-Sammler. Ich habe keine Lust, nachzutauchen. Aber nur kurz zur Farm, ob da irgendwas los ist. Unkrautmäßig, ne? Und dann nehmen wir das Restaurant-Gedöns noch mit in die Folge. Ah, ich bin zum Boot, ne? Ich hätte auch gleich Sushi machen können. Ist krass, dass das dann doch relativ lang lädt, ne? Hier, Sushi. Das ist auch ein Fragezeichen. Ist da Dr. Bacon am Start, der uns jetzt irgendwas davon erzählt, von den ganzen Piratenchosen, oder? Jo, wer bist du denn? Chicago Bulls 43. Was? Sammy irgendwas? Oh, ich hab's nicht gelesen, ich hab auf sein Shirt geachtet. Huh. Sammy. Sagte der Manager nicht, dass er hier irgendjemanden gesehen hat, der wie Otto aussieht? Yeah. Hey Chef, kann ich dich was fragen? Ist das Ottos Sohn? Willkommen bei Banzo Sushi. Yeah. Verkauft ihr zufällig Gemüsesushi? Mm. Gemüsesushi? Das steht nicht auf unserer Speisekarte. Norimaki Sushi kommt dem aber am nächsten. Huh. Nicht Norimaki Sushi, ich möchte Sushi aus frischem Gemüse. Yeah. Okay, kein Problem. Schönen Tag noch. Banjo. Warte, die Musik. Das ist Hot Pepper Tuna, der Titelsong meines ersten Albums. Diese Art von Musik fasziniert mich. Ich nehme an, du bist MC Sammy.
Ey, du kennst mich, Alter! Wie chillig, einen meiner Fans hier zu sehen. Kannst du mir dann vielleicht Gemüse-Sushi machen? Wir haben zwar Gemüse, aber Gemüse-Sushi ist nicht so einfach. Gib mir 3 Tage und ich werde dir dann richtiges Gemüse-Sushi servieren. Läuft! Ich komme dann in 3 Tagen zurück. Kannst kaum erwarten. Hot Pepper Tuna. Yeah, Hot Pepper Tuna. Ja, warte, hast du irgendwelche guten Ideen? Nö. Was hast du dann vor? Otto weiß mehr über Gemüse als ich. Ich wollte ihn fragen. Na, das macht's ja nicht. Ich ruf ihn mal an. Das ist bestimmt Ottos Fall oder so. Hey Dave, was gibt's? Einer unserer Kunden hat uns gebeten, Gemüse-Sushi zu machen und wir müssen Zutaten dafür besorgen. Hä? Gemüse-Sushi? Das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Dieser Kunde weiß, was abgeht. Abgeht. 100 Pro sein Sohn, vor allem wenn er nach Otto gefragt hat. Gib mir etwas Zeit, ich werde die Nacht durcharbeiten müssen. Ich ruf dich morgen früh an. Genial, ich komme dann morgen bei dir vorbei. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, forschungsmäßig sollten wir immer noch die Sachen erforschen und uns das deswegen das Zeug sparen. Also, menümäßig. 27 Mal könnten wir das hier machen. Wir veredeln das erstmal. Ja, zerlegt die Bude. Und es ist kein Sushi, was da liegt. Oh. Vampirkalmar. Neu und schon so teuer. Ups, geht nicht. Die Gespensterfische haben wir noch und nöcher. 133, 154. Violetter Seeigel-Sushi. Also das ist echt nicht teuer, ne? Aber... Rauchen-Sushi auch überhaupt nicht. Schafskopf auch nicht. Gut, das sind die ganzen Viecher, die ganz oben schwimmen, ne? Aber halt eben beim Regen. Okay. Einmal nach Aroma sortieren, dann wieder nach Preis. Wir brauchen Kohle. Machen mal eins hier von Autokochen. Und eins hier von Autokochen. Den Rest lassen wir erstmal frei. Komm. Oh, ich hole mich um den Tee. Oh, fast schon übervoll. Ich nehme die, die weiter vorne sind. Und Wasabi mache ich auch. Perfektes Bier. Ist schon was ausverkauft? Nein. Doch. Eines ist ausverkauft. Ich will immer auf Pause drücken. Wie viel haben wir denn davon noch? Nichts mehr. Nur noch den einen. Okay, dann tauschen wir das hier.
dazu. Okay, alles ausverkauft. Haben wir noch Gäste, die kommen? Oh ja, einer ist hier, der kriegt dieses Standardzeug. Naja. Aber der eine hat gesagt, er kommt wahrscheinlich öfter wieder, obwohl er nur das Ausweichding bekommen hat. Aber das war gut von, vom Wareneinsatz und vom Profit her. Der Nettogewinn 6000. Ah, aber die 4,9 wahrscheinlich, weil wir den einen kein Gericht anbieten konnten, sondern nur das Standardding. Crap. Und stürmische Nacht ist wieder vorbei. Kriegt jetzt nur noch. Könntest du was schlafen, Dave? Ja, ich denke schon. Er sagt bestimmt, ich nicht. Gestern sagtest du, du brauchst Zutaten für Gemüsesushi. Ja, einige Gäste haben danach gefragt. Aber ich finde, Sushi schmeckt am besten, wenn es mit Fisch gemacht wird. Komm erst mal rüber zur Farm, ich muss dir was zeigen. Geht automatisch. Hätte es das nicht gemacht, hätte ich jetzt sofort die Folge beendet. Aber dann gucken wir uns das halt eben noch an. Wenn Otto das möchte. Oh, ist das etwa ein neuer Bereich? Ja, genau. Nur Reis anzubauen wäre doch langweilig. Ich habe gestern herumgewerkelt und einen Garten daneben angelegt. Ein Garten? Ganz genau. Ein Plätzchen, um Gemüse und Obst anzubauen. Nicht nur für Gemüsesushi, sondern für alle Arten von Gerichten. Oh, das klingt geil. Ich erkläre dir das eben, da du die Farben selbst verwalten musst. Hör gut zu. Als erstes gebe ich dir einige Werkzeuge und Samen, die du zum Einbauen brauchst. Anbauen, Entschuldigung. Hier, bitteschön. Oh, ich kann das Ding nicht machen. Okay. Wir haben eine Gießkanne. Wir haben hier eine Box. Reise Samen Schnellplätzen zu. Versuch nun die Samen der Auberginen und der Karotten, die ich dir gegeben habe, in den Boden zu pflanzen. Jedes hat drei Bündel, sodass du eine Reihe mit zwei Päckchen füllen könnt. Test. Okay. Verwende L-Dingsbums. Oh Mann, schon wieder ein Farming-Game. Na also, du packst das. Nun ist es Zeit zu gießen. An rechtlichen Tagen wie diesen braucht man nicht zu gießen, aber probier es mal zur Übung. Ja, gut, dass ich das probiert habe. Oh, ich brauche Wasser. Ich dachte, die Gießkanne ist auf magische Art und Weise einfach voll. Du lernst schnell. Ich wusste, dass du ein guter Farmer sein wirst. Was man von den Ernten zurückbekommt, entspricht der investierten Mühe. Komm oft vorbei, um das Unkraut zu entfernen und die Pflanzen zu gießen. Der Status der Feldfrüchte kann in der Farm-Direkt-App überprüft werden, also vergiss nicht. Alles klar! Gemüse-Sushi, yay! Du kannst jetzt die Gemüsefarm verwenden. Auf der Gemüsefarm kannst du verschiedene Gemüse anbauen. Versuche die unterschiedlichen Gemüse zu züchten, die du zur Erforschung neuer Rezepte benötigst. Ja, moin auch. Ich muss auch zu den Fischen mal gucken, was wir alles da aus den Teilen rausziehen müssen, ha? Huh? Auch noch, bevor wir zum nächsten Tauchgang aufbrechen. Ich hoffe, wir haben die Falle. Eine Weißgarnele ist hier drin. Sehr cool. Hoffentlich wird sie nicht vom Hai gefressen. Oh, da Lachs sind da viele. Acht. Lass überall einfach zwei drin. Egal was es ist. Hauptsache, die vermehren sich einfach so. Ohne dass ich was zutun muss. Oh, da ist ein Thunfisch drin. Aber vielleicht. Machen wir trotzdem ein paar raus. Ja, die sind selten. Die sind halt. Ich dachte, die werden eher nach. Nee, im Regen sind die aktiv, stimmt. Die sind halt auch nicht unbedingt so viel wert. Ne, weg damit. Also die Teile hier.
Der Rest kann... Ja, den Feuerfisch und den Kardinalfisch. Weg damit. Scheiß drauf. Wir haben 6000 Öcken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Interessant, dass es hier auch nicht ganz so gute Fische gibt. Den Seetöffel lasse ich auch drin. Mal kriegen nicht. Wir werden so viel Zeug aufwerten können. Was, wir haben... Wie viele Quallen haben wir da gerade rausgezogen? What? Weg damit. Schatz, würde ich sagen, kann alles hier rüberschicken, egal welche Qualität das hat. Okay, 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 okay. Lass mich doch mal kurz mit Otto hier reden. Es gibt neue Sachen im Laden. Offene Fläche Gletscherpassage. Kostet 1000. Machen wir trotzdem rein. Cool. Cool, cool, cool. Auf zum Boot. So, Upgrade-mäßig müssen wir mal abchecken. Erstmal. Um schon mal den Vibe für die nächste Folge festzulegen. Gucken wir an, was du im Shop hast. Nicht, was ich will. Fische anlockt. Damit könntest du auch mit einem Netz extrem viel klatschen. Aber das heißt auch, es gibt keinen Thunfisch für uns. Gibt keinen Thunfisch für uns. Ärgerlich. Ärgerlich. Lass uns mal in die Öko-App gucken. Ja. Es fehlen uns einfach die orangenen Seesterne, noch ein Löcher und rosa Muscheln. Ja gut, das liefern wir mal. Zehn Quallen erlegen. Sollen wir Quallen fangen gehen? Oh, das ist die gepunktete Wurzelmundqualle. Ja, ich glaube, wir gehen als nächstes mal... Oh, warte. Erstmal guckst du schauen. Das erste Mal seit langem, dass ich etwas Zeit habe. Best Sushi in Town. Ja, dann gucken wir das nächste Mal. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, was wir das nächste Mal machen. Lasst euch überraschen. Macht's gut, bis dann und ciao.